3'500 SVP-Mitglieder von Graubünden sind kollektiv von der SVP Schweiz ausgeschlossen worden. Darunter auch verdiente angesehene SVP-Politiker wie der Altbundesrat Dr. Leon Schlumpf. Ich wurde auch ausgeschlossen aus der Schweizerischen Volkspartei, nachdem ich auch einer der Mitbegründer war und in dieser Partei nun jahrzehntelang auch gedient habe, so gut ich das konnte. Ein Schlag ins Gesicht, der schmerzt und wo man nicht so schnell vergisst. Darum verzichtet die Delegierte auf einen Rekurs gegen den Ausschlussentscheid. Die ausgeschlossene SVP-Partei will jetzt vorwärts schauen. Mit einem neuen Namen und einem neuen Parteipräsident, Markus Hasler. Ich bin designierter Parteipräsident. Der hat seine Forderungen gestellt. Und jetzt werden wir probieren, in den nächsten Wochen diesen Forderungen nachzukommen und eine funktionierende, professionelle und moderne Parteileitung zusammenstellen. Die neue Situation ist eine grosse Herausforderung. Ja gut, das ist sicher für alle noch eine ungewohnte Situation, wenn man sehr lange jetzt auch Mitglied ist von der SVP Graubünden, dass man plötzlich einen neuen Namen hat. Wichtig sind natürlich in erster Linie auch die Inhalte von dieser neuen Partei und da wird sich nicht viel ändern. Wir werden weiterhin im bewährten Stil von der SVP Graubünden weiter politisieren und unsere Anliegen weiterhin vertreten. Für mich war es eigentlich überwältigend heute Abend. Das erste Mal der Aufmarsch, der war. Wir haben noch nie so viele Leute in einer Delegiertenversammlung. Und das zeugt doch von einer grossen Geschlossenheit, dass man da miteinander einen neuen Start wagen will. Obwohl der nicht einfach wird, das müssen wir uns bewusst sein. Sich neu zu positionieren, nochmal mit einer neuen Partei, gesamtschweizerisch, das ist auch schwierig. Aber ich bin guten Mutes und voller Elan, damit zu helfen, dass wir uns neu positionieren können. Weiterhin zur jetzt unbenannten Partei bekennt sich die Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Was für mich einfach das Wichtigste ist und was wir in unserem Kanton auch gelernt haben, ist miteinander umgehen, auch auf Andersdenken eingehen und probieren Lösungen zu finden, die letztendlich allen dienen, ohne den eigenen Kurs zu verlassen. Das haben wir selber auch nie gemacht, aber wir haben immer uns bemüht um Lösungen und nicht um Kämpfe. Zielsetzung ist klar. Wir haben das auch so in der Sprachregelung festgehalten, dass es unser prioritäres Ziel sein muss, bis Ende August eine Partei auf nationaler Ebene zu gründen. Das hat einen konkreten Hintergrund. Wir wollen Mitglieder oder kleine Sektionen in Kantonen, wo es keine Kantonalpartei gibt, eben die Möglichkeit, dass sie sich unter Schweizer im Dach irgendwo anschliessen können. Diese Möglichkeit wollen wir ihnen bieten. Die Delegierten befürwortet das ehrgeizige Ziel. Das, was wir als Geschäftsleitung für das, was wir jetzt eingestanden sind und geschafft haben, das ist heute Abend akzeptiert worden, respektive belohnt worden, die klaren Abstimmungsresultate. Ich habe Freude.